in unserer sogenannten zivilisierten Gesellschaft wird immer noch stigmatisiert, traumatisiert und abgewertet. Und ich weigere mich, das einfach so als gegeben hinzunehmen. Die letzten Tage waren so dunkel wie das Loch in meinem Arsch. Es sprach aus meinen Tiefen. Aber wisst ihr was? Man hört ja nur zu, wenn man ja mal ordentlich auf die Pauke haut. Ansonsten hören einem ja die Menschen nicht zu. Und ich weiß beim besten Willen nicht, warum ich auf dieser Welt gestrandet bin. Und ich gehöre definitiv nicht zu der Masse. Und der Schmerz der Andersartigkeit, der tut weh. Der tut richtig weh. Die gesellschaftlichen Impulse, dass alle Menschen gleich sein sollen, hat mich zutiefst krank gemacht, weil ich nicht ich selber sein konnte, nämlich mit allem, was ich mitbringe. Mit meinen Traumata, mit meiner Wut, mit meinem ganzen Schmerz, den ich in mir trage. Man muss sich dann in unserer Gesellschaft auch noch dafür entschuldigen, dass man nicht mehr arbeiten kann, dass man depressiv ist und sich noch für den ganzen Scheiß rechtfertigen. Wenn ich mir dieses Gemenschel hier unten anschaue, habe ich die Schnauze so dermaßen voll. Ich meine, wir haben 2020. Es gibt noch Menschen auf der Welt, die hungern. Es gibt noch Menschen auf der Welt, die Kriege führen. Und dann kommen noch diese gesellschaftlichen Stigmata dazu. So und so muss man sein, damit man zu der Norm gehört. Weißt du was? Ich werde nie zu der Norm gehören. Ich bin es müde, dass mit dem Finger immer auf Menschen wie mich gezeigt wird. Ich bin es müde, dass ständig diskriminiert, abgewertet und im Internet Menschen imaginär hingerichtet werden. Weil weißt du was? Es geht nicht nur um uns. Es geht um die nächste Generation, die auf dieser Welt geboren wird und hier aufwachsen muss. Als vorgehende Generation hat man Fürsorgepflicht. Also übernehmt die auch und schaut, dass eure Kinder in einer Welt aufwachsen können, die nicht von Krieg, Hass und Neid terrorisiert wird. Das Wahnsinnige am sogenannten normalen Menschen ist ja, dass er Wasser predigt und heimlich Wein säuft. Aber einen wirklichen Beitrag zu der Welt geben sie nur, indem sie andere Menschen abwerten und heruntermachen. Indem sie immer ungefragt ihre Meinung preisgeben, die niemand hören will. Indem sie online auch über Apfelkuchen streiten oder Mohrenköpfe, wie aktuell in der Schweiz. Habt ihr keine anderen Probleme?